Bei der Europameisterschaft stehen heute beide deutschen Nationalmannschaften am Scheideweg. Es wird sich zeigen müssen, geht die Reise nach oben, können wir oben mitspielen oder sind wir eher so ein Kandidat fürs Mittelfeld mit Perspektive nach oben. Das werden wir heute sehen. Die deutschen Mannschaften waren ja beide super ins Turnier gestartet mit 2 Siegen, allerdings auch mit 2 erwartbaren Siegen gegen nominell etwas schlechtere Teams. Und dann in der 3. Runde setzte es 2 Niederlagen. Die Herren, wir sehen es hier, verloren ein umkämpftes Match gegen Aserbaidschan, 1,5 zu 2,5. Und die Damen, da war das nicht ganz so umkämpft, die verloren 1,5 zu 3,5 gegen die Russinnen, die allerdings auch mit einer für die Turnierverhältnisse Übermannschaft ins Feld gehen. Da werden noch andere ebenso hoch verlieren. Wir gucken da gleich noch ein bisschen genauer drauf. Sicher ist jedenfalls, jetzt heute muss ich zeigen, in welche Richtung geht die Reise. 1/3 des Turniers ist gespielt, heute die 4. von 9 Runden. Es geht wieder für beide gegen osteuropäische Teams. Allerdings nicht gegen osteuropäische Teams, die von dem Kaliber sind wie die gestern, sondern gegen welche, die eher auf Augenhöhe sind. Die Herren spielen gegen Armenien. Da fällt auf, am 1. Brett fehlt Levon Aronian, der ist ja in die USA gewechselt. Die Damen spielen gegen Aserbaidschan. Das ist nominell etwa ausgeglichen. Vincent Keimer hat heute Geburtstag. Der wird an seinem 17. Geburtstag zum ersten Mal an Brett 2 der Nationalmannschaft spielen. Und ebenso wie die anderen trifft er auf einen sehr starken 2600 Großmeister. Das wird knapp, das kann so oder so ausgehen, seien wir gespannt. Und das wird halt ein Wegweiser sein. Ja, gestern war halt gerade für die Herren die Frage, können wir am 1. Brett gegen Aserbaidschan halten? Die haben nun am 1. Brett mit dem Shakhmat Mediarov und dem Taimur Radjabov, 2 Top-10-Spieler, 2 WM-Kandidaten. Und da geht's halt nach diesem Prinzip, das ich hier benannt habe, oben halten, unten punkten. Es muss oben Beton angemischt werden. Wir müssen die Spitzenleute von denen aus dem Weg räumen und dann haben wir unten vielleicht eine Chance, mit vollen Punkten das Ding zu unseren Gunsten zu drehen. Und nun ging ausgerechnet gegen Aserbaidschan hier dieses wichtige Utensil verloren. Der Betonmischer, den Dieter Nisipiano in den vergangenen Jahren am 1. Brett der Nationalmannschaft immer dabei hatte. Dieter Nisipiano, der ja nicht mehr nur Beton-Dieter heißt, der heißt jetzt auch die Wand. Hier steht es, so hat ihn Rasmus Zwane getauft. Dieter die Wand. Die Wand wurde leider eingerissen von Shakhmat Mediarov und es verlor relativ schnell, gar nicht mal so glatt. Er hatte nach schiefgegangener Öffnung, sah es aus, als kommt er zurück in die Partie und als wird das jetzt nochmal knapp, aber dann drehte sich das doch. Und so ähnlich war es auch bei den Frauen. Da hatte es ja Elisabeth Pätz am 1. Brett zu tun mit der Alexandra Gorjatschkina. Die ist Weltranglisten zweite, glaube ich, mit ihrem Elo über 2600 hinter Hu Yifan, der Chinesin. Und das ist so die Superfrau des Schachs sozusagen. Und ja, ist total normal, dass Elisabeth mal gegen sie verliert. Aber da muss man halt mal gegen solche Frauen auch was holen, wenn man gegen so eine Mannschaft was holen will, denn die Russinnen sind halt auch unten sehr, sehr stark. Shuvalova ist so eine der kommenden Frauen des russischen Schachs, die Kaschlinskaya schon eher Routinier, auch immer um die 2500. Und das war dann für unsere Mädels eine Nummer zu groß. Aber Josefina Heinemann spielt ein starkes Turnier und hat hier ein Zeichen gesetzt gegen Katerina Lagno. Die Frau von Alexander Grischuk übrigens hat die Josefine Mann ein ganz solides Remis rausgeholt. Und die Lagno ist nun Nummer 5 der Welt und mit Elo 255 absolute Weltklasse. Und das ist ja ein schönes Indiz, dass hinter Elisabeth was nachkommt. Und dass da eben nicht nur die eine ist, die gegen absolute Topfrauen was holen kann, sondern da sind jetzt andere, die sich so auch langsam auch an diese Liga rantasten, in der eben auch solche absoluten Klassespielerinnen nicht mehr außer Reichweite sind. Solche Klassespielerinnen kriegen die heute gegen Aserbaidschan nicht. Das ist dann wieder
eher ausgeglichen und da ist halt nicht so eine Ausreißerin nach oben drin bei den Aseris. Ja, da werden wir sehen. Bei den Herren wurde das super knapp gegen Aserbaidschan. Auch wenn oben der Beton fehlte. Es ist ja so, dass das Prinzip unten punkten trotzdem noch weitergehen kann und diese beiden waren beide drauf und dran. Vincent Keimer hatte eine verrückte, wilde Partie auf dem Brett gegen einen ganz erfahrenen Mann, den Rauf Mametov, der auch schon Weltklasse-Turniere gespielt hat. Und das konnte so oder so ausgehen. Am Ende sah es dann aus, als würde sich das eher gegen Vincent wenden. Aber Vincent hat sich dann auch in Dauerschach gerettet. Und Matthias Blühbaum hatte seinen Gegner, den Nijat Asabov, tatsächlich auf der Rolle am Ende. Es war allerdings technisch unheimlich schwierig. So ein Turmendspiel, wir sehen hier das Diagramm. So ein Turmendspiel mit einem Mehrbauern, das wäre tatsächlich zu gewinnen gewesen. Es gab da einen nicht so leicht zu findenden Gewinnweg. Da darf dieser A6-Bauer nicht vorrücken, sondern der weiße König muss sich erst hinter dem Bauern verstecken. Dann muss der Turm hier die B-Linie räumen. Dann muss der König den Weg freimachen. Und dann kann der Bauer durchmarschieren. Und der Schwarze wird, wenn er es schafft, hier die weißen Bauern am Königsflügel einzusammeln, trotzdem nicht schnell genug sein. Das war ein schwieriger Gewinnweg, den hat der Matthias dann nicht gefunden. Und dann ging das Match anderthalb, zweieinhalb aus. Aber weil das halt bei Vincent so oder so ausgehen konnte in dieser verrückten Partie und weil bei Matthias Gewinnchancen da waren, es wäre auch nicht eine Sensation und ein absolut verkehrtes Ergebnis gewesen, wenn die Deutschen das am Ende sogar zweieinhalb, anderthalb gewonnen hätten. Naja, haben sie nicht, egal, heute Wegweiser. Wieder gegen zwei osteuropäische Mannschaften. Und jetzt muss ich halt zeigen. Können wir die schlagen? Spielen wir oben mit? Schlagen wir die nicht? Werden wir wahrscheinlich nicht mehr an den Podiumsplätzen kratzen im Laufe des Turniers. Und das ist auch nicht dramatisch. Das sind ja junge, entwicklungsfähige Mannschaften, aber so als Fan, der das beobachtet, träumt man natürlich gerne und es wäre super. Wenn beide Mannschaften es schaffen könnten, so lange wie möglich oben mitzuspielen. Und ob sie das schaffen, das wird sich eben heute zeigen. Wenn es richtig gut läuft, dann stehen beide nach dem heutigen Tag mit 6 zu 2 Punkten da und haben sich dann oben festgebissen. Wenn es nicht gut läuft, dann haben sie 4 zu 4 Punkte. Und naja, dann geht das Turnier trotzdem weiter und wir werden es trotzdem mit Begeisterung begleiten. Ich denke, nach dem ersten Turnierdrittel ist es vielleicht auch mal Zeit, so auf den Gesamtstand der Dinge zu gucken. Schauen wir mal erst bei den Herren. Schlecht vorbereitet. Ich hätte auch gleich den Tabellenstand hier auf dieser Seite haben können. Da zeigt sich nämlich bei den Herren, sind die Russen keine Übermannschaft. Die Russen, obwohl mit 4.700er im Rennen, haben schon einen Punkt abgegeben gegen Spanien, die nominell etwa so die deutsche Liga sind, vielleicht sogar ein bisschen schlechter als die Deutschen nominell. Das wird auf jeden Fall ein super spannendes Turnier bei den Herren. Ich hatte ja schon im ersten Video darauf hingewiesen, die Polen sind stark, die Armenier haben eine ausgeglichene Mannschaft, Aserbaidschan mit den beiden Top-10-Spielern und auch die Franzosen, wo sind sie denn überhaupt? Ich sehe die Franzosen nicht. Liegt das jetzt an mir? Na, da sind sie. Haben sogar ein Match verloren. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Gegen wen haben die Franzosen denn verloren? Die Franzosen spielen ja mit Alireza Firouzja und MVL an 1 und 2. Die haben auch zwei Top-10-Spieler. Trotzdem scheint denen schon ein Match verloren gegangen zu sein. Gegen Ungarn. Ja, die Ungarn immer stark bei so Mannschaftsturnieren. Und man sieht hier, oben halten, unten punkten, ist den Ungarn auch nicht ganz gelungen gegen die Franzosen. Haben die oberen zwei Bretter anderthalb zu zwei, anderthalb, ein halb zu anderthalb verloren, aber dann eben unten ein 2-0. Und so schlägt man dann halt auch mal so eine Top-Mannschaft. Und da sind die Franzosen ja auch an 3 und 4 mit Etienne Bacroux, Maxime Lagarde. Aber das sind halt dann Normalsterbliche so aus GM-Sicht und da sind den Ungarn dann zwei Siege gelungen und ja, Frankreich steht jetzt sogar auch schon mit einer Niederlage da und ist heute auch am Scheideweg. Die stehen unter Druck. Bei den Herren steht uns ein ganz spannendes Turnier bevor und es ist überhaupt nicht klar, wer das gewinnen kann. Auch die Russen sind zu schlagen und all die mit 4 Punkten sind da auch noch im Rennen, wenn die dann, die dürfen halt nur nicht mehr allzu viel anbrennen lassen über die relativ kurze Distanz von 9 Runden. Bei denen allen, und das gilt eben auch für Deutschland, muss dann heute was kommen. Bei den Frauen, da wird es wahrscheinlich, weil es ist relativ früh, das jetzt schon zu prognostizieren, aber da haben wir eben
Da haben wir eben mit den Russinnen eine Übermannschaft. Georgien traditionell im Frauenschach unheimlich stark. Armenien verliert ja heute gegen Deutschland, dann hat sich das erledigt, dann stehen die auch nicht mehr punktfrei da. Ah nee, stimmt gar nicht. Aserbaidschan spielt ja gegen Deutschland, Entschuldigung. Da habe ich ein bisschen zu früh die Niederlage von Armenien gegen Deutschland angekündigt. Die kommt vielleicht noch. Die Russinnen sind halt einfach nominell ein bisschen über den Dingen, haben das bisher mit 3 glatten Siegen bestätigt. Man sieht es hier an den Brettpunkten. Wir haben zwar auch Georgien, Armenien auch 3 Siege, aber nach Brettpunkten sind die Russinnen schon deutlich vorne und alles andere als eine russische Goldmedaille und ein klarer Turniersieg der Russinnen wäre eine große Überraschung. Denn die haben eben auch alles aufgefahren, was sie haben, mit einer Ausnahme, die Alexandra Kosteniuk, die fehlt bei den Russinnen, aber die tut nicht so richtig weh angesichts dessen, was die dann noch alles aufbieten können. Und man sieht auch hier die Brettergebnisse, haben die tatsächlich erst einen halben Punkt überhaupt abgegeben. Wow! Dann ist tatsächlich Josefine Heinemann, das muss ich gleich noch im Bericht ergänzen, Josefine Heinemann ist tatsächlich die einzige Spielerin, die es vermocht hat, den Russinnen einen halben Punkt abzunehmen. Das kann ich ja kaum glauben. Das hat ja Schlagzeilenqualität, das war mir gar nicht aufgefallen bislang und es ist ja der Bericht auf der Website online zum Verlauf des gestrigen Kampfes und die Sache mit dem Betonmischer und dann das wirklich dramatische Ende bei den Herren, das dann leider ungünstig ausging. Und natürlich kriegt auch Josefine Heinemann für ihren halben Punkt gegen die Russin ihren Auftritt. Die war auch im Interview beim Schachbund auf YouTube. Da sollte ich vielleicht noch ergänzen, dass sie überhaupt die einzige Spielerin war, die es geschafft hat, den Russinnen einen halben Punkt abzunehmen. Naja, das ist erstmal so der Stand der Dinge. Heute, 15 Uhr, geht es weiter, und zwar mit diesen Paarungen. Deutschland spielt bei den Herren gegen Armenien, Deutschland bei den Frauen spielt gegen Aserbaidschan. Das wird knapp, das wird spannend und das wird wegweisend. Und wir bleiben an dieser Stelle natürlich am Ball. Ein Bericht mit den Hintergründen und so weiter. Ihr seht ja, der ist heute schon geschrieben. Normalerweise kommt er immer erst nach dem Video. Heute ist er vorher schon fertig. Den Link dazu findet ihr in den Kommentaren. Da pinne ich ihn an. Für den Moment erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf der Website vorbeischaut.